Ei, gute wie Riverbend Springs LS25. Ja, in der letzten Folge haben wir festgestellt, wir müssen uns ums Unkraut kümmern, das gar nicht erst wachsen kann. Sofern das noch so funktioniert wie im 22er. Das werden wir dann gleich rausfinden. Und ja, ich habe mir Herbizid geholt. Denn nur damit kriegen wir Unkraut weg. Wird ja auch fälschlicherweise immer wieder von vielen dann als Glyphosat behandelt. Glyphosat ist ein Allround-Killer. Wenn du dir Glyphosat nach der Saat auf dein Feld draufballerst, dann wird da gar nichts wachsen. Auch deine Feldfrucht nicht. Also, das ist was anderes. Glyphosat ist das, was man früher im Baumarkt gekriegt hat, wenn man Roundup gekauft hat. Inzwischen ist Roundup auch glyphosatfrei. Da haben sie irgendein anderes Gift jetzt gefunden. So. Gut, ich habe irgendwo auch eine Unkrautspritze. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da schon eine habe. Ah ja, da. Gefunden. Wie sieht eigentlich das Profil jetzt aus? Wir sind ein bisschen, ja, wir sind über die Straße gefahren. Weil die Brocken liegen jetzt irgendwo auf der Straße, aber das Profil ist wieder frei. Also das ist halt wirklich, das finde ich schon cool gemacht. War ja nach der Saat, war ja doch ordentlich, da war ja der halbe Acker noch quasi da drin. Oh, ich habe noch Flüssigdünger geladen. Ba, 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 ba. Dann lass uns mal kurz mit der Bank reden. Die Bank sagt, so ein kleiner Kredit wäre in Ordnung. So von 25.000, das können wir easy peasy machen, haben sie nichts dagegen. Damit hätten wir Geld, dass wir hier sowas schon mal aufstellen können. Und das könnte man ja hier in die Ecke stellen. Zack. So. Dann müsste ich doch mein Flüssigdünger, gut, den Boden kann ich ja gegebenenfalls noch mal ein bisschen anpassen. Hier, den kann ich jetzt da direkt rüberladen. Dann habe ich da schon mal kein IBC mehr. Da ist jetzt hier drin, 1060 Liter. Ich könnte hier auch Herbizid oder eben Flüssigdünger kaufen. Was für das Produkt? Kein Lagerplatz mehr? Ach, kann ich doch immer nur eins rein? Ich dachte, ich könnte beides. Aber hier, wir gucken mal. 2000 Liter ist ein IBC, Flüssigdünger. 2640. Oh, das ist neu. Guck mal, hier sind es 3200. Dann ist jetzt inzwischen Kaufen günstiger. Das war im 22er immer anders. Da war Kaufen deutlich teurer. Oha. Oha, okay. Das ist ja interessant. Aber eigentlich müsste dort auch Herbizid. Vielleicht geht's nicht, weil ich noch keins eingefüllt habe. Eigentlich müsste, ich hatte das getestete zwischendrin, da hatte ich beide drin. Gucken mal. Ist einfach nur mal so ein bisschen was. Fahren das damit rein. Ansonsten muss ich, bevor ich die 2-0 mache, noch eine 1-1 oder so machen. Die.
So. Den füllen wir das mal gerade da. Müsste doch jetzt gehen. Aber nee. Keine freie Kapazität mehr. Das war beim Test aber nicht so. Ich weiß, dass ich beides eingefüllt hatte. Dann kann er jetzt doch wohl scheinbar immer nur eins, aber nicht beide Flüssigkeiten zusammen. Nee, dann muss ich da nochmal nacharbeiten. Der soll beide auch gleichzeitig können. Da weiß ich jetzt nicht, was da dazwischen gefunkt ist. Aber ja. Wenn ich die Tage wieder ein bisschen Zeit habe, flicken wir das. Gar kein Problem. So. Ansonsten wäre jetzt auch kein Ding, stellt mal, ja, müsste ich halt jetzt nochmal einen Kredit aufnehmen, dann, wenn ich noch ein zweites stellen will. Aber stellt man sich noch ein zweites und hat die getrennt, Hauptsache es besteht die Möglichkeit überhaupt dort schon mal Herbizid auch einlagern zu können, weil wie gesagt, das Original kann nur Flüssigdünger und dann hast du Herbizid immer noch die ganzen IBCs auf dem Hof rumfahren. So, lalalala. Spurführung. Ach, ich da hier aktivieren. Dann den ganzen Kram einmal aufmachen. Ich fahre noch mal ein Stückle zurück. Wir hier die Ecke idealerweise vielleicht schon mitnehmen. Nur mit dem Strommasten aufpassen. So, volle Arbeitsbreite ist drin. Alles klar, Vorwärtsgang rein. So, mal kurz Halt machen. Hier vorne sehen wir noch, unten rechts muss gewalzt werden und Unkraut wachsend. Hier hinten dran sollte idealerweise nur noch gewalzt, kein Unkraut mehr, ja. Also so haben wir hier das Unkraut schon vernichtet. Und der Vorteil ist, so kriegen wir keinen Ertragsabzug, denn wir haben keine toten Unkrautpflanzen auf unserem Acker. Denn sie konnten ja gar nicht erst wachsen. Das war also so die beste Methode, wie man es immer machen konnte im 22er auch schon, solange man kein Precision Farming drin hatte. Mit Precision Farming hat alles wieder anders funktioniert. Also da ging das so zwar auch, aber das hat so halt verdammt wenig Umweltbewertungspunkte gegeben. Und wenn du gewartet hast, bis das Unkraut da ist, dann konntest du es mit Spot and Spray. Da wird nur dort gesprüht, wo auch wirklich Unkraut ist. Aber da stand dann wieder totes Unkraut im Feld. Und das gab wieder Abzug im Drescher. Also das war halt immer schwierig. Deswegen bin ich mit Precision Farming immer am liebsten hingegangen, habe mein Feld gepflügt. Nach dem Pflügen kommt kein Unkraut. Also zumindest im 22er. Ob es hier auch noch so ist, es scheint mir so, aber ich habe es noch nicht explizit getestet, ob es wirklich so ist oder ob es bisher nur Zufall war, dass dort nichts gewachsen ist. Aber im 22er war so, wenn gepflügt, dann ist dort kein Unkraut mehr gewachsen. Und dann bist du nach der Ansaat oder beziehungsweise wenn dein Feld dann eben in der ersten Wachstumsstufe drin war, bist du mit dem Flüssigdünger einmal kurz aufs Feld, hast die Spritze aufgeklappt, eingeschaltet, 10 Meter gefahren
Es wurde nichts gespritzt, weil See and Spray oder Spot Spray hat gesehen, es ist gar kein Unkraut da zum Spritzen, aber du hast im Precision Farming die volle Umweltbewertung dafür bekommen, weil wenn welches da gewesen wäre, hättest du ja was unternommen. Und ja, so konntest du da die volle Punkte rausholen, ohne dass du eine Ertragseinbuße hattest. So ein bisschen ausgedrickst, den ganzen Kram. Weil natürlich mechanisch konntest du auch Hacke oder Striegel, aber das gab ja weniger Punkte. Dann bist du nicht auf volle Punktzahl gekommen. War immer so die Schwierigkeit. Ich hoffe ja, dass Precision Farming auch wieder hier in den 25er kommt. Aber auch immer noch keine offizielle Aussage dazu. Ich meine, gut, die haben jetzt mit Patch auch sicherlich erstmal andere Sorgen. Ja, doch einige ein bisschen enttäuscht waren, da doch noch ein paar Bugs drin waren und so. Und ja, es ist, natürlich ist es ärgerlich, aber es gibt kein Spiel, was bugfrei released wird. Selbst nach vielen, vielen Patches sind sie meist noch nicht bugfrei. Das ist halt... Das kann man vergessen. Das sind Sachen, die gingen früher mit vielleicht, aber auch da war es eher eine Seltenheit. Aber das ging früher vielleicht mal bei Konsolen. Oh, halt nicht so schnell. Das ging vielleicht bei Konsolen. Der Vorteil bei einer Konsole ist, es ist ein geschlossenes System. Jeder hat die gleiche Hardware, weil er ja die gleiche Konsole hat. Und hier eben bei PC-Spielen, du hast eine andere Grafikkarte als ich und wiederum eine andere Festplatte, SSD, einen anderen Prozessor, einen anderen, vielleicht eine andere Treiberversion und so weiter und so fort. Also das sind halt so viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Und da gibt's ja auch immer wieder die Bugs, die treten nur bei denjenigen aus, der die und die Grafikkarte benutzt oder... Der Windows 10 und auf Windows 11 kommt der Bug nicht. Oder, ja. Lauter so Sachen, die halt natürlich bei einer Konsole in der Form nicht vorkommen, weil die laufen alle im selben. Und da hast du es früher hingekriegt, mit ordentlich vorher Spiele testen und so weiter, Spiele auch bugfrei rauszukriegen, was ja auch gerade zu Zeiten vorm Internet wichtig war, weil du konntest nicht einfach mal einen Patch nachreichen. Aber die Zeiten sind halt vorbei. Das gibt's so heute nicht mehr. Und es ist ja auch gut, dass die Möglichkeit des Patchens eben rauskam. Also ich weiß noch ganz früher bei PC, wenn da dann Spiele total verbuggt waren, dann wurde versucht, über PC-Zeitschriften da Patches rauszubringen. Um so eben die Leute zu erreichen, denn wie gesagt, Internet gab es noch nicht oder beziehungsweise doch gab es schon, aber hatten halt die meisten noch nicht. Und ja, wie kriegst du dann den Patch am Mann? Und dann war das so Geschichten, wo dann halt eben Dateien dann irgendwie über die Heft-CD von einer Zeitschrift dann eben mit reingebracht wurden. Und dann konnten zumindest die Leser dieses Heftchens konnten dann ihr Spiel wieder auf Vordermann bringen. Hey, halt! Ich hab doch gesagt, einschalten! Und ich meine, ich hab's damals auch im Freundeskreis und so gesehen. Gab auch genügend, die zwar das Heftchen gelesen haben, aber so ein Patch dann eben doch nicht umgesetzt gekriegt haben. Weil, ich muss da irgendeine Datei austauschen und ich finde die gar nicht und tralala. Also selbst da hast du nicht alle Spieler erreichen können mit. Das war schwierig. Also das ist heute ja wesentlich einfacher.
Das wird natürlich auch ein bisschen ausgenutzt und wie gesagt, das Problem natürlich auch, Hardware ist sehr, sehr weit gestreut. Und dadurch treten Probleme halt auch unterschiedlich auf. Aber ja, sind wir mal gespannt. Wenn ihr das Video seht, ist ja vielleicht sogar schon ein Patch da. Bei mir ist jetzt gerade Montag. Wir haben kurz nach 12. Also Montag, der 25. Nehme ich hier gerade auf und da ist noch kein Patch da. So, ich gucke mal, kann ich den IBC noch aufnehmen? Dass ich erst den leer mache und dann die Spritze leere, so dass wir dann nur noch ein IBC haben. Das fände ich gut, wenn da alles reinpasst. Ah, doch noch zu viel. Wie viel ist denn da jetzt übrig geblieben? 184 Liter. Oh Mann. So was. Wobei, man könnte ja auch mal gucken. Wir haben bestimmt da irgendwo einen spritzenmäßigen Auftrag. Spritzen. So, entferne das Unkraut auf dem Feld, in dem der Herbizid spritzt. Da hätten wir da eins und wir hätten hier nochmal eins. Komm, da ich jetzt sowieso gerade schon Herbizid habe, im Zweifel muss ich mir halt nochmal einen IBC kaufen, aber wir haben alles, was wir dafür brauchen. Also komm, die zwei nehmen wir mal an. Warum denn nicht? Da haben wir einen Holztransport. Ich müsste hier mir aber die Fahrzeuge dazu geben lassen. Ich habe hier noch nichts Eigenes. Oder hatte ich mir gekauft? Nee. Transport steht hier nirgendwo was rum. Das war nur gemietet, was ich bisher hatte. Nee, halt. Hier ist doch jetzt Fahrzeuge. Oder steht da sonst noch irgendwo in der Weltgeschichte rum? Das könnte nämlich auch noch sein. Ich war doch mit dem Holzauftrag unterwegs. Da. Ich hab einen. Wo steht denn der rum? Ba, da oben steht was. Ist das der? Nee. Ah, hier hatte ich den Totholzauftrag. Warte mal. Der steht hier. Hier steht der. Ja. Stimmt. Das heißt, ich habe Fahrzeug. Das heißt, ich kann den Auftrag einfach annehmen, ohne Fahrzeug mieten. Ah, 19. Ich habe noch nicht den Anhänger. Könnte knapp werden, aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal wieder drei Aufträge, dass Geld reinkommt. So, dann machen wir doch den Auftrag gleich erstmal fertig. Das machen wir aber in der nächsten Folge, dann könnten wir den Totholzauftrag abschließen und können dann gucken, ob wir Spritzen oder ob wir Holztransport machen. Mal schauen, wie die Reihenfolge ist. Auf jeden Fall natürlich Daumen und Kommentar nicht vergessen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.